Hier steht die Sprecherin aus dem gleich beginnenden Pop. Ja, ist ganz schön warm. Wo sind wir denn hier überhaupt? Die Umgebung. Auf der ehemaligen Landesburg in Grafschaft Ried. Oh, 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 wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die? Da ist sie ja! Dann gehen wir mal da rein, oder? Sieht doch beeindruckend aus, das Ganze. Wirklich nice. Ein Ort, wo wir übrigens sehr gerne sind, auch mit den Kindern immer wieder. Haben wir schon manche Nerf-Schlacht durchgeführt. Also auf die Adek. Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit und um Richtungshilfen geht es hier. Heute von einer ganz besonderen Location, nämlich von der Burg Adek. Genau, die Burg bei Holzheim, ganz nah an Limburg. Das war die Landesburg der Grafen von Dietz. Erbaut im Mittelalter, erstmals erwähnt im Jahr 1395. Ich weiß. Ja, habe ich alles gelesen. Google macht's möglich. Und ja, heute nur noch eine Ruine. Und sie dient uns heute auch zur Veranschaulichung unseres Themas, das da heißt Festungen. Genau. So ist es. Ja, haben wir noch Infos? Nö. Heute gibt's keine Infos. Heute gibt's keine Infos. Dann lass uns einsteigen ins Thema, Bernd. Bist du bereit? Völlig. Super. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dem heutigen Thema Festungen. Und herkommen tut der Begriff jetzt von der biblischen Seite aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 4 und 5. In diesem Brief an die Korinther erwähnt Paulus, wie wichtig es ist, auf unsere Gedanken zu achten, Bernd. Das hatten wir schon vorher. Nein. Aber schalt nicht aus, weil es geht heute um etwas, was Gedankenmuster betrifft. Zuerst aber aus dem Wort Gottes. 2. Korinther 10, 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Ich lese uns den Text später nochmal vor und zunächst will ich gerne mit euch den Begriff Festung etwas betrachten, etwas beleuchten. Von was spricht die Bibel hier? Das Wort, was hier steht, meint wirklich Festung im Sinne von einer Burg, von etwas Gebautem, was man sich geschaffen hat, um die eigene Position zu verteidigen und sich selbst zu rechtfertigen, und auch fleischlich zu argumentieren. Eine Festung ist nämlich eine Haltung, die dich davon abhält, Christus ähnlicher zu werden. Wir denken dann oft, wir wären Christus ähnlich, sind es aber gar nicht. Vielleicht erinnerst du dich an den Pop von neulich, der hieß Du kannst Gott hören. Da waren wir mit unserem Hund auf der Parkbank und ich habe dir etwas über das, jetzt kommt wieder das Wort, Bernd, retikulare Aktivierungssystems deines Gehirns, Entschuldigung, ich will dein Lob immer noch mal hören, gesagt, dass uns quasi einen Vorfilter setzt für unsere Gedanken und unsere Wahrnehmung, sodass wir bestimmte Dinge besonders wahrnehmen, zum Beispiel das Auto, was wir gerade gekauft haben. Wir entdecken im Straßenverkehr ganz viele andere Leute, die plötzlich auch alle genau dasselbe Auto fahren wie wir. Dasselbe Farbe. Und vorher gab es das überhaupt nicht. Dafür sorgt ein RAS, weil du das Auto jetzt besitzt, als wichtige Information einstuft und dieses Wiedererkennungsding in deinem Gehirn sozusagen einschaltet. Ich kenne ABS, Anti-Blockier-System. RAS heißt nochmal was? Retikulares Aktivierungssystem. Was wäre mir nicht eingefallen, wenn du mich so anguckst.
Ja, Festungen halten unser RAS davon ab, so zu wirken, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das solltest du dich langsam beruhigen mit diesem Begriff. Ganz ruhig. Okay. Paulus zum Beispiel war davon überzeugt, dass er Gott dient, während er Christen verfolgte und hingerichtet hat oder hinrichten ließ. Aber das war nicht der Fall. Gott stand nicht hinter ihm, sondern hat ihn später konfrontiert und hat ja gefragt, was hat er gefragt? Ich trinke einen Schluck. Ich konzentriere mich gerade auf den großen Geier, der mich so ganz gefährlich anguckt, direkt von 3 Meter über mir. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Genau. Genau. Ich halte dir dein Fläschchen. Das ist sehr freundlich. Ja, so bin ich. So kann es auch uns passieren. Vielleicht geht es dabei nicht um Mord, bei manchen vielleicht um Rufmord, wenn er schlecht redet über Menschen. Aber wir tun oft Dinge, von denen wir sehr überzeugt sind. Und wir denken, sie seien von Gott und finden irgendwann später, vielleicht sogar erst in der Ewigkeit heraus, Gott hatte damit überhaupt gar nichts zu tun. Eine Festung ist also ein System. Eine Art zu denken, die ihre eigene Logik innehat, und die ihre Wurzel in einer Lüge hat, die wir für die Wahrheit halten. Nochmal zurück zu dem Beispiel von eben. Paulus dachte, er dient Gott und bringt Christen um, verfolgt sie. In Wirklichkeit hat er dem Teufel gedient, während er das getan hat. Wir glauben, wenn wir eine Festung haben, es sei der Wahrheit gemäß. Wir sind aber einer Lüge aufgesessen, nur wissen wir es nicht, bis wir tatsächlich die Wahrheit entdecken. Eine Festung ist ein System von Gedanken, die eine gewohnheitsmäßige Reaktion, eine Sucht, eine Fixierung, einen Zwang, eine Obsession oder eine unmäßige Angst bewirken kann. Festungen sind Gedankenmuster, die dem Wort Gottes wesensfremd sind. Festungen entstehen durch Verdrehungen der Schrift, damit sie einer eigennützigen Absicht entsprechen. Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen. Denkt an die Versuchung Jesu, da hat selbst der Teufel die Bibel zitiert, was ja schon paradox und absurd an sich ist, wenn man sich das vorstellt, dass der Teufel dem Herrn die Bibel zitiert und versucht, ihn damit in die Irre zu führen. Und eine Festung kann auch der Grund sein, warum du zum Beispiel Wiederholungsschleifen fährst in deinem Leben. Du hast vielleicht schon den Satz gesagt, warum passiert das immer mir? Dann bist du schon ein Stück weiter als die Leute, die gar nicht merken, dass sie Wiederholungsschleifen leben, sondern die munter weiter ihre Runde drehen, aber gar nicht erkennen, dass sie gedanklich an einem Punkt festhängen, der sie von der Wahrheit und von der Weiterentwicklung abhält. Jede Person, jede Familie, jede Kultur, jede Gruppe und sogar jede Gemeinde hat Festungen. Und wahrscheinlich werden wir auf dieser Erde auch nie 100% synchron werden können mit Gottes Gedanken. Es wird immer wieder Herausforderungen geben, Ablenkungen und Dinge, von denen wir bewusst umkehren müssen, damit wir in der Wahrheit landen und die Wahrheit uns freisetzen kann. Jakobus schreibt zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 16 seinem Brief, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Vielleicht hast du in deiner Kindheit Benachteiligung erlebt, dir wurde Unrecht getan. Und du hast dazu vielleicht eine innere Festung gebaut, ein Gedankenmuster der Logik, das zum Beispiel bestimmt wird von Aggression, sobald man dir widerspricht. Du bist nicht in der Lage zu erkennen, dass auch du dich irren kannst und andere Menschen dir helfen, wenn sie dir ihre Meinung erzählen, ihren Standpunkt weitergeben. Dieses aggressive Ding, was dich wütend macht, ist eine Festung geworden über die Jahre. Und jedes Mal, wenn du dich gemäß diesem Muster verhältst, hast du sozusagen einen Stein für deine kleine hässliche Burg gebaut, in der du sitzt und dich verteidigst. Die Bibel sagt, Jesus Christus sagt das selbst, dass wir Anstoß nehmen. Und er warnt davor, dass wir nicht an ihm Anstoß nehmen. Jedes Mal, wenn wir Anstoß nehmen, wenn wir uns ärgern, wenn wir starke Gefühle haben, ist es sehr, sehr klug zu fragen, warum ist das so? Warum reagiere ich bei dem und dem immer so extrem und sind die Emotionen, gerade die negativen Emotionen, da so stark? Könnte eine Festung die Wurzel sein davon? Auch Vorurteile
sind Festungen. Vorurteile zum Beispiel gegenüber einem bestimmten Geschlecht. Du hast vielleicht als junges Mädchen sehr, sehr negative Dinge erlebt mit dem männlichen Geschlecht. Manipulation, Gewalt oder irgendetwas. Und dann hast du dir die Überzeugung angeeignet, Männer sind schlecht, Männer sind böse, Männern kann man nicht vertrauen. Und jedes Mal, wenn du ein negatives Erlebnis hattest mit einem Mann, hast du dir wieder ein Steinchen auf deine Burg hinzugefügt und hast gesagt, das ist richtig so, ich nehme mich besser vor denen in Acht und gehe dann nur noch zur Frau, um Rat zu suchen und so weiter. Und bin gar nicht imstande, von einem Mann zum Beispiel zu lernen. Ich habe mindestens ein gegenteiliges Exemplar gefunden, eines wundervollen Wesens, der männlichen Gattung. Und so wie bei uns Frauen gibt es bei den Männern solche und solche, die selbstsüchtig, egoistisch unterwegs sind. Und das sind wir alle oder waren es. Oder aber die wundervolle Menschen sind, die uns weiterhelfen, die uns von Gott zur Seite gestellt sind und durch die wir lernen können. Und auch durch schwierige Persönlichkeiten können wir zum Beispiel lernen. Ja, und so kann es eine ganze Menge Beispiele geben, wo wir quasi unsere Wahrnehmung verzerren. Das ist dann so, es gibt diese Sonnenbrillen, wo man die Gläser auswechseln kann. Der Bernd assistiert mir mal kurz, nachdem er einen Stellplatz für die Wasserflasche gefunden hat. Die Burgen sind ganz unpraktisch. Hier ist es sehr, sehr schief, genau. Ich hoffe, sie fällt nicht. Nimm doch mal das Etui. Ja. Also das ist die Brille, die hat jetzt hier so normale verdunkelte Sonnenbrillen, Gläser. Nett. Und wenn ich die jetzt tragen würde, ich habe ja noch einen auf dem Kopf, ich weiß, dann würde ich sagen, Bernd, heute ist echt ein düsterer Tag. Ja. Es ist so trüb und es ist überhaupt nicht so schön, wie es im Frühling sein sollte, nicht so hell. Und du sagst aber, weil du keine Sonnenbrille auf hast. Nee, ich mach's anders. Ich nicht es ist so sonnig, es ist so cool, es ist einfach das perfekte Wetter. Es ist alles so strahlend hell und gelb. Gelb. Genau. Das ist ein anderes Bild dafür, wie eine Festung wirkt. Sie ist quasi wie ein Filter, der deiner Wahrnehmung vorgelagert ist und der alles überschattet und bewertet und beurteilt in einem völlig anderen Licht als das, wie es in der Wahrheit aussieht. Wir müssen unser Gedankenleben Gottes Kontrolle aussetzen, denn die Waffen, ich lese den Text nochmal, unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wenn hier Zerstörung steht, dann meint das Wort ein heftiges, entschiedenes Niederreißen. Es ist wie wenn du so eine Abrissbirne dir bestellst und sagst dann dem, was ist das, der Baggerfahrer oder der Mensch, der irgend so ein Gerät fährt und sagst dann... Schwierig, jemand anderem sowas aufzuziehen. Das ist auch schwierig, sowas aufgezogen zu kommen. Ich habe zwei. Nase ist da, also ungefähr. Jetzt sieht sie auch alles hell. Also das ist total witzig. Hattet ihr schon mal so eine gelbe Sonnenbrille auf? Ja, ich habe so eine. Also das sieht aus, als wäre jetzt Hochsommer. Das ist total faszinierend. Und das ist die Brille, die uns Jesus aufsetzt. Die Augen der Liebe. Wir sehen alles in einem positiven Licht. Also wenn du deine Festung dann einreißt, um deine gelbe Brille von mir aus zu bekommen, dann bestellst du die Abrissbirne, dann haust du mit dem, wie nennt man das, Vorschlaghammer, Bernd? Das kann man, ja. Oder mit schwerem Gerät darauf ein und du gibst keine Ruhe, bis Jesus und du, ihr zwei, das Ding eingerissen habt, damit du klare Sicht hast. Göttliche Abrissbirne. Ganz genau. Die Bibel sagt ja auch in Matthäus 11,12 etwas, was nicht so einfach zu verstehen ist. Und das, was ich zu der Stelle sage, ist wahrscheinlich nicht erschöpfend, aber ein Aspekt. Da steht, oder Jesus sagt hier, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Hier wird auch von einer gewalttätigen Aktion gesprochen, wo man entschieden und entschlossen etwas tut. Im biblischen Griechisch bedeutet das Wort Festung, was hier an dieser Bibelstelle ja im Deutschen eben so übersetzt ist, steht wirklich für Burg oder ein ähnliches Gebäude, von welchem man seine Besitztümer verteidigt. Du streitest vielleicht über etwas, von dem du glaubst, dass es dir gehört, zum Beispiel deine Meinung, tatsächlich aber ist es Stolz. Auch in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, auf der Suche nach Festungen, können wir sie entdecken. Mir fiel spontan beim Vorbereiten eine ein, nämlich der Satz, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ne? Also
man könnte das, vielleicht hat das jemand über deine Familie gesagt oder über dich, was kannst du schon, wer bist du schon? Hört ihr die Predigt von Sonntag an von Bernd, Who am I, über das Thema Identität, das ist total stark. Das ist ein Vorurteil, dass der Person, die das gesagt hat, quasi den Messias vorenthalten hat, den Erlöser nicht zu sehen, weil die Festung, die Logik, das Gedankenmuster sagt, aus der Stadt kann er nicht sein. Festungen bringen Meinungen hervor, aber sie unterdrücken Offenbarung und sie können verhindern, dass du Gottes Stimme hörst an bestimmten Punkten. Eine Ansicht, die nicht angegangen wird, die bearbeitet wird, entwickelt sich weiter zu einer Festung. Jedes Mal, wenn du den Weg sozusagen gehst, dieser Gedanken, dieser Reaktion, baust du an deiner Festung weiter. Dein Sinn muss erneuert werden. Das alte Denken muss gefangen genommen werden. Und hier geht es wirklich um einen Begriff, der meint Kriegsgefangene nehmen. Du legst diesen blöden Gedankenmuster an Handschellen an und sagst, mit mir nicht mehr. Dich schicke ich jetzt weg. Wir machen Kriegsgefangene. POWs. Genau. POWs, wie die Amerikaner sagen. Genau, Prisoner of War. Ja. Wie zerstören wir die Dinger denn jetzt? Nicht mit der Abrissbirne. Da hast du völlig recht. Die hilft uns leider in dem Punkt nicht. Das Wichtigste ist erst einmal zu merken, da ist eine. Ich habe dir einen Hinweis gegeben, wie du es merkst, starke Gefühle, negative Gefühle, sich wiederholende Muster oder auch liebevolles Feedback von deinem Ehepartner zum Beispiel. Das hat der Bernd mir schon geholfen. Iris, warum reagierst du da eigentlich immer so stark? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht sieh mir aber viel, viel öfter ja, genau mit der Sache. Alles gut. Dann habe ich zum Beispiel gemerkt, ich hatte jemandem noch nicht richtig vergeben. Ich habe jemandem was innerlich noch vorgehalten und hatte meine hässliche Brille, die war nicht gelb, die hatte eine andere Färbung, meinen eigenen Filter eingeschaltet für Menschen, die diesem Menschen, dem ich nicht vergeben hatte, ähnlich waren. Das Erste ist, du merkst es und wenn ich sage, jeder hat Festungen, große, kleine, subtilere oder schwerwiegendere Dinge, wo er gedanklich noch in Lügen festhängt, dann kannst du Gott fragen. Wenn du mir glaubst, dass das so ist, kannst du in deiner Gebetszeit jetzt gleich oder morgen früh, wann du das nächste Mal die Gelegenheit hast, zum Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, welche Festungen habe ich? Zeig sie mir, überführ mich doch und hilf mir auszusteigen aus Gedankenmustern, die dem Wort Gottes und der Wahrheit Gottes widersprechen. Du entscheidest dich dafür, dich davon abzuwenden. Du tust Buße und du bittest Gott darum, dir neue Gedanken zu schenken, die dich zu deinem Ziel führen. Worüber du nachdenkst, wird wahrscheinlich zu Taten und was du immer wieder tust, wird zur Gewohnheit. Das wiederum wird zu deinem Charakter und am Ende wird dieser Weg dein Schicksal. Albert Einstein hat gesagt, das Zitat wird ja gerne benutzt in vielen Kontexten, immer wieder das Gleiche zu tun und dann ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist Wahnsinn. Wir können aber auch im positiven Sinne Gewohnheiten uns aneignen, nämlich gottgefällige Gewohnheiten, die unseren Charakter bilden, die in unserer Integrität arbeiten. Sähe einen Gedanken und ernte eine Handlung, sähe eine Handlung und ernte eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter, sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal, haben die Juden gesagt. Und der gottgefällige Charakter baut dein Schicksal und öffnet deine Ohren für das Reden Gottes und macht dich frei davon, Gedanken der Lüge und Mustern aufzusetzen. Römer 6, Vers 16, vorletzte Bibelstelle für heute. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. So sind wir die ganze Zeit Entscheidungen am Treffen. Und wenn wir überlegen, wie fing unsere Misere als Menschen an im Garten Eden, dem Sündenfall, was hat die Schlange getan? Sie hat den Grundstein gelegt für eine Festung im menschlichen Denken. Sie hat die Güte Gottes in Zweifel gezogen. Sollte Gott gesagt haben, ach, der will nicht, dass ihr von irgendeinem Baum hier esst, ihr seid ihr arme Schweine, was habt ihr für einen komischen Gott? Und den Spirit dieser listigen Unterstellung, Verleumdung Gottes, den gibt es heute noch. In meinem Pop Tödliche Lügen
an einem anderen historischen Ort, dem Robert-Heck-Park in Diez, einem Friedhof, der früheren Friedhof, habe ich darüber gesprochen. Und das ist auch, was uns beide sehr, sehr umtreibt, dass wir wirklich sagen, Gott ist gut und nur gut, von ihm kommt nichts Schlechtes. Nein. Und wenn wir diese gedankliche Festung, dieses falsche Bild von Gott noch haben, dann können wir bestimmte Wahrheiten, wie dass Gott immer heilen möchte, dass Gott uns Wohlstand schenken möchte, gar nicht aufnehmen, weil wir blockiert sind und es sofort aussortieren als das kann nicht richtig sein. Ja, die Bibel sagt, Hosea 4, Vers 6, und der Prophet Jesaja zitiert das Gleiche, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Nur weil wir nicht richtig gut Bescheid wissen, haben wir nicht alles, was Gott für uns vorgesehen hat. Da geht es morgen noch ein bisschen intensiver drum, was Gott schon alles für uns vorbereitet hat. Und ich wünsche dir und mir, und ich werde auch gleich, nachdem der Bernd uns in Gebet geleitet hat, noch beten, dass wir wirklich Erkenntnis gewinnen und dass wir erkennen, wo wir Festungen, wo wir Lügengebäuden aufgesessen sind. Und dann ist es wichtig zu vergeben, den Menschen, die uns vielleicht in Anführungszeichen geholfen haben, diese Lügen zu glauben, loszulassen, selbst Buße zu tun, dass wir Gott nicht geglaubt haben, dass wir Feindbilder aufgebaut haben. Das ist auch ein Beispiel für eine Festung, wenn du ein Feindbild hast gegen Gott oder auch gegen Menschen. Das ist der Geist der Spaltung, der Geist des Misstrauens. Das heißt nicht, dass du jedem alles anvertrauen sollst, aber dieses subtile, hässliche, menschenverleumdende Stimmchen, was du manchmal hörst, das ist der Feind, der versucht, ein Gedankenmuster zu etablieren, was eine Lüge als Basis hat. Ja. Und wie kommen wir da raus? Hast du noch? Ja gut, du sagst, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Heute, dieser Tag, der 27. Mai, war ja der Geburtstag von ein paar ziemlich bekannten Leuten. Nehmen wir mal 1911, glaube ich, war es Teddy Kollek, der Bürgermeister von Jerusalem für, ich glaube, 3 Jahrzehnte oder länger. Mhm. Am selben Tag, im selben Jahr, Vincent Price. Vincent Price ist einigen bekannt als Doktor von Helsing, von den alten Dracula-Filmen so. Der hat einige Gruselfilme gemacht, so in den 50er, 60er, 70er Jahren noch. Oder auch sein Gegenspieler, der Graf Dracula, auch Christopher Lee hat der Geburtstag. Kam auch von der Burg, ne? Am 27. Mai. Mhm. Nur halt, glaube 1920 ist er geworden, ein bisschen jünger ist er. Aber alle drei sind inzwischen gestorben, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches jetzt gesagt. Aber soweit ich weiß, sind alle drei inzwischen gestorben. Und das sagt uns ja das Leben. Ich weiß nicht, wann du Geburtstag hast, vielleicht heute, vielleicht an irgendeinem anderen Tag, aber eins ist garantiert, es gibt ein zweites Datum für jeden von uns und das ist das Datum, an dem wir diesen Planeten verlassen. Mhm. Und ein Freund von mir, der Bernd Krüger, hallo Bernd, hallo Erika, er hat mal gepredigt vor ein paar Jahren bei uns über, oder das Thema weiß ich nicht mehr genau, aber er hat einen Hubschrauber gebraucht. Das hat mich total beeindruckt, dass der Hubschrauber ist so cool. Da stand auch eine Abkürzung drauf. S-A-R, das habe ich schon oft gesehen, so in Kinofilmen und so. Ich wusste nie, was das heißt. Und er hat das dann erklärt. Er sagt, das heißt Save and Rescue. Search and Rescue? Oder Search and Rescue, ja. Du hast recht, das ist ja zu klug. Deswegen habe ich sie geheiratet. Ich verwechsel sie Sachen. Sie weiß es immer ganz genau. Deswegen nehme ich sie immer mit, dann kann sie mich korrigieren. Das ist so gut. Ich lerne Save and Rescue, also rette und, rette und rette oder rette und rette. Finde und rette. Save heißt ja. Rescue, Safe, eigentlich ein Wort für beides, für Rettung. Das ist gut. Ich hatte dann, daraufhin habe ich mir so einen Hubschrauber besorgt, so ein Plastikmodell, so die Größe. Und das Teil stand, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre bei mir auf dem Aquarium in meinem Büro. Hast du den Büro. Nicht geschenkt bekommen von mir? Nein, den habe ich gekauft. Okay. Nee, Bernd hat seinen verschenkt, aber nicht mir. Nee, da war ein Kind, das hat sich mehr gefreut als ich. Ich habe mir den eingekauft. Aber das Teil ist cool, weil das symbolisiert was. Wenn du in so einer Burg bist wie hier und bist gefangen, dann ist so ein Hubschrauber eine coole Sache, weil der kann über die Burg fliegen, eine Leiter runterlassen und du kannst drauf. Und das ist, was Gott gemacht hat. Und deswegen beten wir jetzt zusammen. Und wenn das du sagst, cool, ich bin gerade in so einer Gefängnisburg und komme da nicht alleine raus, dann geht es dir wie mir vor 32, ja mein Gott, 32 Jahre ist es her. Und da kam dieser Hubschrauber, nämlich Gott selbst, und hat mich da rausgeholt. Alles, was ich zu tun hatte, war eine Entscheidung zu treffen, sozusagen mich an der Leiter festzuhalten, die mir runtergelassen wurde, und dann ging es nach oben, up and away. So, und wer das möchte, bete doch einfach mit mir ein einfaches Gebet, von ganzem Herzen, das ist wichtig, weil es muss dein Gebet sein.
Herr Jesus. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Um mir den Weg zum Vater im Himmel freizumachen. Um mir den Weg zum Vater im Himmel freizumachen. Und so bitte ich dich um Vergebung. Und so bitte ich dich um Vergebung. Für alles, was ich je falsch gemacht habe. Für alles, was ich je falsch gemacht habe. Vergib mir, Herr. Vergib mir, Herr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Von heute an entscheide ich. Von heute an entscheide ich. Ich will dir nachfolgen, ich Jesus. Ich will dir nachfolgen, von Jesus. Jetzt an? Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in die himmlische Ewigkeit. Und dann in die himmlische Ewigkeit. Sei mein Herr. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und ich weiß nicht, wir haben jeden Tag fast neue Abonnenten und Leute, die diesen Pop sich anschauen. Vielleicht bist du gerade jemand und sagst, sowas habe ich noch nie gebetet, sowas habe ich auch noch nie gehört. Dann lass dich ermutigen. Hol dir eine Bibel, wenn du noch keine hast, schreib uns, wir schicken dir ein Bibelteil zu. Wenn nicht, hol deine Bibel wieder mal aus dem Schrank und starte doch mal irgendwo im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium, und lies einfach jeden Morgen ein Kapitel. Und vorher sagst du, Gott spricht zu mir, weil du wirst merken, die Bibel ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Du wirst merken, Gott spricht tatsächlich durch dieses alte Buch immer noch zu Menschen, die sich an ihn wenden, und hat gute Dinge vorbereitet für dich. Dann such dir Leute, die auch glauben, die an Christus glauben, egal wie die Kirche heißt, katholisch, evangelisch, freikirchlich. Hauptsache, du findest dort Leute, die Jesus wirklich ernst nehmen. Jawohl. Und dann such Gemeinschaft, geh hin, sei dabei, bring dich ein. Und du wirst eine Qualität von Leben finden, von Frieden und Freude, wo du nicht mal glaubtest, dass es die überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ja, ja. So ist das. Und jetzt? Bitte, du wolltest noch mit uns beten, hast du eben gesagt. Wäre eine gute Idee. War so ganz bei dir. So kraftvoll, weißt okay. Du? Ah. Dann schließ noch mal deine Augen und richte dich darauf ein, von Gott zu empfangen. Yes. Vater Gott, ich bitte dich für uns alle, auch für mich und für Bernd. Öffne unsere Augen für die Festungen in unserem Leben, die du mit uns gemeinsam als nächstes einreißen möchtest. Hilf uns zu erkennen, wo wir Lügen aufgesessen sind, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte lang. In unserer Kindheit, Herr, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du Licht bringst ins Dunkel, dass du die unerlösten Teile unseres Herzens, die noch nicht mit der guten Botschaft der Wahrheit des Wortes umgekrempelten oder, wie es die Schrift sagt, erneuerten Teile unseres Sinnes, Herr, krempel die um, synchronisier uns mit deinen Gedanken. Gib uns die Weisheit und die Demut, das zu erkennen. Gib uns auch den Mut, Buße zu tun, uns Dinge einzugestehen, die wir so lange geglaubt haben und die ein Stück weit auch unsere Sicherheit waren. Vater, ich bitte dich, dass du in deiner Güte kommst, denn der Römerbrief sagt, die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Und deine Liebe, die uns begegnet, die bringt uns immer wieder dazu, unseren Kurs zu korrigieren, die Richtung zu verändern. Und ja, auf einer Linie mit dir zu sein. Wir wollen mit dir gemeinsam mehr Schnittmenge haben als mit dem Feind. Wir wollen die Wahrheit völlig erkennen. Wir wollen nicht umkommen aus Mangel an Erkenntnis, sondern wir bitten dich jetzt, dass du uns deine Wahrheit offenbarst, dass du unsere Herzen berührst, uns heil machst und uns freisetzt, das Leben zu leben, für das du uns bestimmt hast, du guter Gott. Vielen Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist gut. Darf ich den iPad benutzen? Mhm. Das ist fantastisch. Oh, das war gut. Das war richtig gut. So, ich bin ja wieder ein bisschen weit unten. Sollen wir tauschen? So geht's ja. Du bist doch viel schöner als ich. Ich muss ihn ja nicht sehen, nur hören muss man mich jetzt hier. Okay. Verbinde dich mit uns. Wenn nicht schon gemacht, gib uns ein Like, einen Daumen hoch auf YouTube. Schreib was in die Kommentare. Es gibt auch ein Gewinnspiel. Ich hol's. Genau. Wir haben uns einen anderen Film rausgesucht. Gestern haben wir nicht so ganz erklärt, was du eigentlich machen musst. Kommentar ist zwar ich nett, hab's aber verpeilt. Wir wollen einen bestimmten Kommentar. Die letzte Woche, das heißt die Pops 7, 6, 5, 4, also 44 bis 47, da ist eine Sache anders als in allen anderen Pops, die wir die letzten Monate aufgenommen finde haben. Finde den Fehler. Finde den Fehler. Finde die eine Sache, die wir vergessen haben. Hey, oder du lebst nicht in Deutschland, ist. Du findest den du Fehler. Findest den Fehler. Genau. Und schreib den Fehler in die Kommentare. Möglicherweise kriegen wir jetzt 100 Fehler mitgeteilt, obwohl wir nur von einem wissen. Oh nein. Das riskieren wir jetzt einfach. Wir das anders machen? Also du musst nicht den richtigen Fehler finden, sondern einen Fehler. Jetzt tun wir eigentlich was Negatives, gell? Das deprimiert mich gerade. Das ist gerade traurig. Nee, wir machen das anders. Du darfst den Fehler reinschreiben oder etwas, was dir gut gefallen hat. Okay? Das ist sonst... konstituieren wir dich ja jetzt als Fehlersucher. Das wollen wir gerade nicht. Wir wollen auf die positiven Dinge konzentriert sein. Und dennoch war eins dabei, ist nicht tragisch, kein tragischer Fehler, nur etwas, was fehlt. Was anders okay? ist, als bei Nehmen den es mal ein fehlendes Ding, nicht ein Fehler.
auch wenn das Fehlen natürlich fehlt. Okay, du wirst es finden, schreib es in die Kommentare und du nimmst automatisch an dem Gewinnspiel für diese beiden DVDs teil, nämlich der Apostel Paulus, wie heißt das genau? Der Apostel Christi. Genau. Ein ganz toller Film. Wir haben ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Wir finden ihn einfach beeindruckend. Er ist nicht ohne, also kleine Kinder würde ich nicht reinlassen, aber er gibt geschichtlich was wieder. Er hat tolle Schauspieler und er erzählt etwas von der Entstehung einiger Teile des Evangeliums, nämlich der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums. Ja, ansonsten, ja, Newsletter abonnieren, cclm.de, da findest du ein Feld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst und dann gibt es nochmal eine Bestätigungsmail, die klickst du nochmal an und schon bist du drin, bekommst alle unsere Infos. Bei YouTube abonnierst du natürlich oder hast du schon längst unseren Kanal und sobald wir irgendwas Neues hochladen, kriegst du sofort eine Info, also besser geht's gar nicht. Beachtet auch unseren neuen Montag, unser neues Montagsformat. Ja, jetzt. CCLM Talk. Genau, da gibt es Interviews, Talkrunden und spannende Dinge zu entdecken. Genau. Wie gesagt, der erste ist ja online gegangen. Jetzt gerade, letzten Montag, den kannst du dir noch anschauen. 30 Jahre Christuszentrum, eine Talkrunde, eine Stunde ungefähr, mit ein paar super spannenden Leuten und noch spannenderen Erzählungen, was alles so war in der Anfangszeit und bis heute. Und es wird dir gefallen. Also wenn du das Christuszentrum irgendwie magst oder uns beide irgendwie sympathisch findest, wirst du das mögen. Wir sind beide auch dabei. Das ist cool. Mhm. Ja. Ja, und dann nochmal Sonntag Gottesdienst. Ja, ich darf nochmal predigen und es ist Pfingsten. Pfingsten ist für uns als Christen eines der wichtigsten Feste des ganzen Kirchenjahres. Und diesmal heißt die Predigt Gnade und Kraft. Nicht oder, und. Beides gehört für Gott ganz eng zusammen. Und wieso das so ist, da werde ich ein paar Worte am Sonntag zu verlieren. Du kannst dich einfach um 10 Uhr einklinken in unseren Livestream, Video-Livestream. Einfach auch wieder auf unsere Website oder über unseren YouTube-Kanal. Da bist du ja sofort dabei. Da ist ein Feld, da steht schon der Titel drin. In Kürze, ich glaube heute noch nicht, aber morgen übermorgen kannst du dich da einfach durch den Klick. Ich habe mein Bild gefunden, mitten in der Bude. Oh, das ist größer als meins. Das geht ja gar nicht. Das ist meins. Wo ist der Geier? Der hat es nicht gekriegt, während er hat sich abgemacht. Immer so die Augen zu hatten, dachte ich, oh Gott, wenn der jetzt runterkommt. Ich habe ein paar Mal geguckt, ehrlich gesagt. Es war ein Marabu. Aber mehr, weil da Leute waren. Die großen, diesen roten Schnäbel, diese riesigen. Ja, und so. Aber die gibt es hier nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein, ich bin lustig, sorry. Ich wollte euch nicht belügen. Aber ja, der Witz hat dir gefehlt am Anfang. Ich brauche, genau, der Witz hat mir, das war der Grund, deswegen habe ich überall den Geier gesucht. Okay, wir suchen nicht die Geier, wir suchen die Adler natürlich. Und ich danke auch für alle, die uns unterstützt haben, auch die letzte Zeit. Ja, sieht gut, Dank. Es sieht gut aus, so gut aus, dass wir den Monat tatsächlich ohne Defizit hinter uns bringen. Das ist ein cool. Weiteres Wunder, weil, Wunder. Wie gesagt, ausgefallene Gottesdienste heißt normal nur halbe Einnahmen. Ihr seid klasse, auch gerade ihr Gemeindeglieder, ihr seid super, ihr seid echt dabei. Vielen Dank. Legt sogar noch was drauf, haben wir gesehen, hier und da und gleicht wirklich Mangel aus. Und für euch nochmal die Erinnerung, wir haben ja, hat sich erledigt. War ja schon. Ich möchte euch noch an eins erinnern. Und das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig. Bei all dem, was gerade so los ist, in eurem Leben, in deinem Leben, lass die eine Sache nie aus den Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So sieht's aus. Das stimmt. Und ich sag mal bis morgen, weil morgen reisen wir woanders hin, nämlich zu einer Person, die ich noch nie live gesehen habe, die aber unseren Pop hört und die uns eingeladen hat. So sei mal ganz gespannt, wo wir morgen sind. Ganz cool, wir freuen uns schon. Total. Macht's gut, bis dann. Bis bald. Bye, bye. Bis bald, bye, bye. Tschüss.